ist Anja Wolf-Abel. Einige kennen mich ja jetzt schon von LinkedIn, aber einige auch wiederum nicht. Allerdings möchte ich natürlich unbedingt den Leuten, die mir folgen, erzählen, was ich jetzt übermorgen vorhabe. Ich bin total aufgeregt. Mein ganzer Tag dreht sich heute nur um Vorbereitung. Und zwar bin ich morgen verabredet für den Girls Day, der übermorgen natürlich ist, ist aber morgen bin ich in Darmstadt mit meinem ersten Mädel verabredet, ganz top in Darmstadt, findet ein Interview statt mit dem Oberbürgermeister Hanno Benz, der übrigens für die Friedensorganisation Majors for Peace spricht. Und wir besuchen den. Das Motto dieses Girls Days ist nämlich die Ära des Ginkgos, Frieden in den Blättern, Zukunft in der Wurzel. Und so sieht das Plakat aus. Die Mädels bekommen von mir eine Arbeitsmappe. Drin. Wie funktioniert das überhaupt als Mediengestalterin, Bild und Ton? Da muss man enorm viel Know-how mitbringen, nicht nur technisches, sondern auch journalistische Arbeitsweisen. Und genau, ich führe die Mädels ran und morgen habe ich einen Ausreißertermin, weil es nicht anders zu planen ging. Das heißt, ich werde mit Tantjan, das ist das erste Mädchen, was mich morgen auch direkt in Darmstadt begleiten kann, mit der werde ich das Interview führen und noch ein paar Kamera-Einführungen machen. Und ja, das wird ein spannendes Treffen. Ich bin mega happy, dass das geklappt hat. Und am Donnerstag sind wir nicht nur in einem Coworking Space, den ich bieten konnte, sondern wir sind auch im Botanischen Garten in Darmstadt. Und da treffen wir Dr. Popinga, der ist leitender Biologe dort und der erzählt uns zur Biologie des Ginkgobaums etwas. Ist ja sozusagen eine total spannende Pflanze, ist ja das lebende Fossil überhaupt und für unsere zukünftige Klimatisierung der Städte ist es ein ganz wertvoller Baum auch, weil ja, der sehr robust ist und ihr werdet es erfahren. Majors for Peace nutzt sozusagen die Samen zu einem ganz bestimmten Zweck. Und unser Oberbürgermeister bekommt schon ein kleines Geschenk von mir, das präsentiere ich euch mal hier. Barack Obama, Präsident, der Friedensnobelpreisträger, übrigens eine Biografie in Bildern. Ich hoffe, ihr freut sich und ja, seid gespannt auf morgen und übermorgen und überübermorgen. Ich werde 4 Storys wahrscheinlich draus machen, vielleicht sogar 5.